Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Levis K1210 zu einem Shopping-Video. Ja, ich war letztes Wochenende in Köln unterwegs, denn ich wurde von RTL Nitro zu einem Zuschauertag eingeladen. Als erstes möchte ich mich mal ganz herzlich bei RTL Nitro bedanken, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, wie das Ganze so abläuft und einen Einblick hinter die Kulissen mir gewährt haben. Ja, es hat wirklich super viel Spaß gemacht, mal zu sehen, ja, wie das Ganze gedreht wird, wie das Ganze technisch abläuft. Und es wurden so kleine Konferenzen gemacht, wo man halt seine Meinung zu diversen Serien kundtun konnte, was man so gerne sehen möchte, was die Lieblingsserien sind. Und da habe ich natürlich sofort die Chance genutzt, zwei Serien vorzuschlagen, die es seit Jahren nicht mehr im deutschen Fernsehen gibt. Zuletzt, glaube ich, bei RTL liefen die Serien Living Single und Der Mann an sich, die USA-Fassung. Ja, beide Serien habe ich, wie gesagt, vorschlagen können. Ob sie dann angenommen werden, weiß ich nicht. Aber falls die Serien mal im Fernsehen laufen sollten, dann wisst ihr Bescheid, wer daran schuld ist. Naja, gut. Wie gesagt, es war ein super Tag. Fürs leibliche Wohl wurde auch richtig gut gesorgt. Denn es gab den ganzen Tag über Snacks, Kaffee, Kuchen, Tee, keine Ahnung, Kölsch, Cola, Fanta, alles Mögliche, Brötchen, ja, belegte Brötchen. Und dann mittags gab es dann in der RTL-Kantine auch lecker was zu essen. Und abends wurden wir dann eingeladen zu einem richtig schönen, urigen Abendessen in einer Wirtschaft am Dom. Das war auch sehr lecker, wo ich ganz viel schön Kölsch getrunken habe. Wo ich ja sagen muss, dass Kölsch nicht so betrunken macht. Man merkt es aber am nächsten Tag, wie viel man getrunken hat. Naja, es war auf jeden Fall ein super Tag. Danke nochmal RTL Nitro. Und die haben uns auch ein paar Goodies gegeben. Zum Beispiel hier ein RTL Nitro Kuli. Dann gab es dann so Gummibärchen im RTL Nitro Style. Und ein Schlüsselband mit Kölschöffner. Auch schön. Und natürlich musste man sich, wie jeder, der das Gebäude da betritt, ein Namensschild tragen von RTL Nitro. Ja. So, das waren die Goodies. So, am nächsten Tag habe ich natürlich die Gelegenheit genutzt, denn es wurde auch eine Hotelübernachtung in Köln in einem sehr schönen Hotel gesponsert von RTL Nitro. Da habe ich erstmal schön übernachtet und am nächsten Tag halt die Gelegenheit genutzt, Köln ein bisschen unsicher zu machen. Ein bisschen Sightseeing und ein bisschen Shoppen in den Kölner Saturn- und Mediamarkt. Ja, jetzt zeige ich euch mal, was ich so alles mitgebracht habe. Ja, normalerweise bin ich ja immer im August da zu Gamescom. Aber da ist immer so ein Druck, ja. Man möchte das Shopping so schnell wie möglich machen, damit man auch dann zu Gamescom noch zur Messe geht. Und so hatte man einfach keinen Druck hinter und einfach konnte man chillig schlendern und schön stöbern. Ja. So, als erstes habe ich hier für die PlayStation 3 P4AU Persona 4 Arena Ultimax mitgebracht. Ich bin ja nicht so ein Rollenspiel-Fan, aber mich interessiert einfach diese Fighting-Sache dahinter. Das ist ja nicht nur Rollenspiel, glaube ich. Ein sehr schönes PlayStation 3-Game. Und für den Preis, dann nehme ich es mir gerne mit. So, dann habe ich für meinen Bruder, aber ich werde es mir auch anschauen, auf Achse mitgebracht. Eine Retro-Serie aus den 80ern und 90ern. Ja, mit
12 DVDs. Es geht halt um Trucks und Lastwagen und sowas. Halt eine klassische deutsche Serie. Komplett Box. So, dann habe ich mir in der Classic-Abteilung bei Saturn Abbott and Costello in Piraten-Captain Kid geholt. Von den beiden, von diesem legendären Komiker-Duo, hatte ich noch keine Filme und habe dann direkt natürlich den mitnehmen müssen, weil bei dem Preis, sag ich mal, das ist einfach super. Ja, was ich auch sehr gut finde bei Saturn, die haben, also in Köln, die haben so eine extra Classic-Abteilung oder so einen Stand mit nur Classic drin. Und da kann man richtig viel stöbern drin und findet die eine oder andere Perle, wie zum Beispiel diesen Film hier. Dann habe ich mir einen weiteren Klassiker geholt, und zwar Dümmer als die Polizei erlaubt von Jerry Lewis, mit Jerry Lewis. Auch ein Schwarz-Weiß-Film. Er möchte Polizist werden. Den habe ich neulich im Fernsehen gesehen, hat mir sehr gut gefallen. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass ich die DVD dazu entdeckt habe. Ja, und Jerry Lewis-Filme kann man immer anschauen. Ist immer super witzig. So, dann ein Zeichentrick-Klassiker. Ein Kinofilm, Wenn der Wind weht. Kenne ich noch nicht. Muss ich mir mal anschauen. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ein Zeichentrick-Klassiker. So, und dann habe ich mir Mary und Max. Ja, als Zeichentrick- und Animationsfan musste auch dieser Film mit, denn das ist so Stop-Motion wie Wallace und Gromit. Hat auf jeden Fall eine düstere Szenerie. Sehr interessant, ja. Mary und Max. Und dann gab es da noch, als Wrestling-Fan konnte ich mir einfach nicht widerstehen, Royal Rumble 2011. Ist zwar nur die 2011er Version, aber ihr wisst ja, ich sammle ja Royal Rumble oder generell alles, was mit WWE oder WWF zu tun hat, sammle ich gerne mal und habe ja diese klassischen Royal Rumble Boxen. Und jetzt habe ich mir auch mal den 2011er Version von Royal Rumble besorgt. Ja, das waren so die Shopping-Sachen. Zu Gamescom habe ich ja meistens immer, da haben die sehr viele Games-Angebote. Und diesmal habe ich mehr Filme mitgebracht oder Fernsehsachen aus Köln. Ja, aber zumindest ein Games dabei und eine Megabox. So, das war's. Ja, Freunde, ich hoffe, das Shopping-Video hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet hier bei Levi's K1210. Bye. Bye.